zuerst anschauen. Gott zu ehren, den Nächsten zu wehren. In diesem Leitspruch der Feuerwehr darf auch ich Sie heute in unserer neuen Fahrzeughalle herzlich willkommen heißen. Es ist schon ein schönes und auch stolzes Gefühl, heute hier zu stehen und diese Fahrzeughalle sowie unser neues Feuerwehrfahrzeug LF 10-6 gemeinsam mit Ihnen einzuweihen. Nun stellt sich die Frage, musste dies alles sein? Neue Feuerwehrhalle, neue Feuerwehrauto, und ich sage ganz klar, ja, es musste sein. Was wir hier sehen, ist kein Spielzeug für die Feuerwehr, sondern ist dazu da, für den Ernstfall gerüstet zu sein und das Hab und Gut unserer Bürgerinnen und Bürger im Stondorf sowie im ganzen Schwalmtal zu schützen. Unsere alte Fahrzeughalle entsprach schon lange nicht mehr den Anforderungen und wurde schon mehrmals vom Technischen Prüfdienst Hessen angesagt, weil unter anderem auch unsere Verhütungsvorschriften nicht mehr eingehalten werden konnten. Nachdem man im Vorstand der Feuerwehr alle möglichen Varianten durchdiskutiert hatte, haben wir uns für diese hier entschieden. Im Jahre 2006 wurden die ersten Gespräche mit unserem Bürgermeister Jürgen Adam geführt, sowie mit dem Vogelsbergkreis und die Rücküberführung des Grundstücks an die Gemeinde. Nach Abschluss der Planungsphase und einigen Vorarbeiten konnten wir endlich am 13. März 2009 mit dem Auspacken der Baugruppe beginnen. Trotz einiger unvorhergesehenen Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Fels und so weiter, konnte bereits im August das Dach aufgeschlagen und mit dem ersten Helferfest am 7. November 2009 wurde die Rohbauphase abgeschlossen. Aber damit war die Arbeit noch lange nicht fertig. Es folgte mit Bauphase 2 der komplette Innenausbau, Verlegung der Versorgungsleitung, eine neue Elektroverteilung, die komplette Erneuerung der Sanitäranlage im Altbau, Außenputzarbeiten und zu guter Letzt wurde noch unser altes Feuerwehrgerätehaus innen und außen neu gestrichen, sowie die Außenanlagen fertiggestellt. Nicht zu vergessen die Neugestaltung des Schlafturms, was auch in Eigenleistung erbracht wurde. Zum Ende des zweiten Bauabschnittes wurde im Juni 2011 nochmals ein Helferfest durchgeführt. Für die Statistik habe ich einmal einige Zahlen zusammengestellt. Es wurden 40 Kubikmeter Beton verarbeitet, sowie 115 Tonnen Drainageschotter eingebaut. Der Drainageschotter wurde komplett mit dem Schubkarren beigefahren und von Hand eingebaut. Es war das Problem eventuell, dass der Hang zu viel Wasser drückt. Da haben wir nämlich das ganze Baugruppe an den Schotter aufgefüllt. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Die geplanten Gesamtkosten für den Neubau betrugen 80.000 Euro. Die Endkosten mit Renovierung des Altbaus betrugen 78.045 Euro. Davon übernahm die Gemeinde 63.045 Euro, die Feuerwehr Stondorf aus Vereinsmitteln 15.000 Euro. Ich darf schon mit etwas Stolz sagen, wir sind trotz der zusätzlichen Renovierung des Altbaus unter den geplanten Kosten geblieben. Dies aber war nur möglich, da fast alle Arbeiten in Eigenleistung erbracht wurden. Es wurden insgesamt 4.464 Arbeitsstunden erbracht. Diese Stunden mit einem Stundensatz von nur 40 Euro gerechnet, ergibt die stolze Summe von 178.560 Euro, die die Feuerwehrkameraden und auch andere Helfer der Gemeinde im Prinzip gespart haben. Es war zwar nicht immer ganz einfach, immer genügend Helfer zu bekommen. Und manch einer hat sicherlich gedacht, wenn ich angerufen habe, nein, schon wieder der Dicke. Aber meine Damen und Herren, es waren trotzdem immer genügend Helfer vor Ort und somit konnte die Baumaßnahme doch recht zügig durchgezogen werden. Und was sehr wichtig ist, von allen Dingen gab es keinen Unfall während der gesamten Baumaßnahme. Das Haus war fertig und es musste jetzt nur noch mit Leben gefüllt werden. Und dieses Leben kam mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug LF 10-6. Im September 2009 stellte die Feuerwehr bei der Gemeinde einen Antrag auf Anschaffung eines LF 10-6. Diesen Antrag wurde unter anderem damit begründet,
das Auto, das alte ist schon 25 Jahre alt und für relativ wenig Geld gibt es ein Auto aus der Landesbeschaffungsaktion Katastrophenschutz vom Land Hessen. In unserem Bedarfs- und Entwicklungsplan hatten wir schon ein Ersatzfahrzeug vorgesehen und das hat die ganze Sache doch ein bisschen erleichtert. Am 30.09.2009 wurde der Antrag für das neue Fahrzeug beim Land Hessen gestellt. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug beliefen sich auf 200.000 Euro. Hiervon muss die Gemeinde 70.000 Euro übernehmen. Nach der Zusage vom Land Hessen am 26.04.2010 hat die Arbeitsgruppe 11.10.6 in 3 Sitzungen die Beladungsliste besprochen sowie festgelegt, was wir selbst in Eigenleistung erledigen können. Zum Beispiel verschiedene Modulträger sowie Tragekisten, Ladeerhaltung, Stromerzeuger, Pumpen, Dienfeld, Funk und einiges mehr wurde aus der Bestellliste gestrichen und in Eigenleistung gebaut, wobei hierfür die Gemeinde nur die Materialkosten in Höhe von 1900 Euro erbringen musste. Zusätzlich zur Beladung sollte noch eine Schnellangriffshaspel, eine Standheizung sowie meine Manövrierscheinwerfer, ich habe es dreimal gelesen, aber jetzt klappt es, Manövrierscheinwerfer an den Augenspiegel mitbestellt werden. Es ist folgendes, wenn man rückwärts fährt, Nacht, ja, ist das Tag hell für den Fahrer. Das ist also optimal. Ich denke, das war auch sinnvoll, sowas anzuschaffen. Die schlug noch einmal mit Mehrkosten von 3.304 Euro zu Buche. Am 2. Juni 2010 bestellt die Gemeinde das Feuerwehrfahrzeug bei der Firma Emmel in Elster, Sachsen-Anhalt. Zu den 70.000 Euro kamen noch 6.685 Euro für die Zusatzausrüstung, die ich dann vorgelesen habe. Das ergibt die stolze Summe von 76.685 Euro. Wenn man bedenkt, dass so ein Fahrzeug eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren hat und man die Gesamtkosten von 76.685 Euro aufs Jahr rechnet, so ergibt sich ca. 3.000 Euro im Jahr, also pro Bürger 1 Euro pro Jahr. Und das kann man gerne nachrechnen. Und das Fahrzeug steht jedem Bürger 24 Stunden am Tag sowie 365 Tage pro Jahr zu seiner Hilfe zur Verfügung. Ich denke, billiger kann man so ein Fahrzeug für unseren Brandschutz nicht bekommen. Ich muss ja schon Wasser nehmen. Am 26. Juli 2011 wurde die komplette Beladung des LF8 nach ins 380 Kilometer entfernte Elster zur Firma Emblem gefahren. Nach einigen Problemen und Schwierigkeiten, das muss man ganz sagen, deutlich sagen, konnten wir endlich am 25. November 2011 das neue Fahrzeug in Elster abholen und nach den Umbaumaßnahmen zum Jahresende 2011 in Dienst stellen. Jetzt wurde noch unser TLF 824 umgerüstet und auf den neuesten Stand gebracht. Somit haben wir jetzt 2 gut ausgerüstete Feuerwehrfahrzeuge. Für die gesamten Umbaumaßnahmen an den beiden Fahrzeugen mussten nochmals 180 Stunden in Eigenleistung von den Feuerwehrkameraden erbracht werden. Es steckt viel Arbeit, Schweiß und auch manche Ärger dahinter. Aber ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Stolz auf alle Helfer, die zum Gelingen beigetragen haben. Neben 40 aktiven Feuerwehrkameraden verfügt die Feuerwehr Stondorf nun auch über eine gute Ausrüstung sowie einen guten Fahrzeugpark. Und ich denke, dass die Feuerwehr Stondorf für die Zukunft gut aufgestellt ist. Und ich darf mich heute nochmals bei allen Mitstreitern, meinen Feuerwehrkameraden, den 2 Feuerwehrkameraden aus Obersorg sowie einigen Bürgern aus Stondorf recht herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. Sie alle haben ehrenamtlich geholfen, diesen Bau zu verwirklichen. Denn ohne euer aller Zutun wäre dies hier nicht möglich gewesen. Nicht vergessen möchte ich meinen Dank zu sagen den Firmen, die uns während der Bauphase sehr geholfen haben. Hier möchte ich besonders erwähnen die Firma Jürgen Stehr, die Firma Merz, Fleischmarkt Becker, Autohaus Glatzen, die Firma Krug, die Firma Weichenbauer und Lisberger sowie die Spontanwerbung. Mein Dank gilt auch den Gemeinden Gremien und hier besonders unserem Bürgermeister Jürgen Adam. Er hatte immer ein offenes Ohr für unsere Belange und hat uns sehr unterstützt. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr besteht unsere Feuerwehr 64 Jahre
und ist heute ein großer Tag für die Stadtnamen Feuerwehr. Deshalb lasst uns noch einige schöne Stunden gemeinsam verbringen, bedanke mich.